Hä? Papa, so. Schülergestalt verloren. Oh, zum Glück bin ich das los, ey. Ja, so viele Range-Footers, die irgendwo in der Gegend rumstehen, hä? Was, der lebt immer noch? Tut sich der kurz irgendwo hinporten oder was anscheinend? Scheint mir so. Okay. Portet sich irgendwo hin. Wow, 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 da verliere ich so Leben, ey. Aber ich dachte, ich könnte sie hinkriegen. Ne, kriege ich nicht hin. Digga, ist ja gut, ist ja gut. Chill. Chillt mal. Die sind schon krass. Machen eine Menge Schaden, diese Viecher. Und der Weg ist wieder. Wird kein leichter sein. Der Weg ist wieder schwer, hä? Der Weg ist wieder schwer hier. Oh nein, wieder so eine. Ich kann, glaube ich, nicht so krass dagegen heilen, oder? Ja, doch, geht. Aber nicht bei... schau mal, wie viele Gift... Boah, guck, boah! Ja, Wahnsinn, ey. Wieder ein hinterher. Schon, das sind solche, die hier wirklich stehen bleiben. Also wieder mal so Miele-freundlich as fuck hier, ey. Wieder Miele-freundlich as fuck hier. Na, nochmal so eine. Also das muss aus dem Level raus hier. Schau mal, was da alles gibt. Wir schauen nicht da kassier, ey. Und dann sind die eigentlich nie alleine. Die sind nie alleine. Kommt selten allein. Droppen immer irgendeinen Scheiß, ich weiß aber nicht genau was. Mojasa, ja, ja, hier. Der Mojasa macht diesen scheiß Sturm da oder was? Sind wir der beendet? Oha, oha, oha. Was da kommt.
die dann sofort aufhören zu schießen, wenn man hinter denen kommt. Das ist auch so eine Sache. Du versuchst hinter die zu kommen und danach drehen sie sich auch nochmal um. Ist auch frech, sage ich. Aber das würde ich auch machen. Das mache ich ja in dem Fall. Boah. Speed, dann kann ich besser weglaufen. So, schnell raus da. Heiß. Aber viel geholt von hier. 140 Melee Damage. Ich habe 113 und Dings da. Ja, ich habe es aber drauf. Mehr Melee, increased Melee, Stun Attack, increased Cold Damage. Chance to hit to slow. Ja, nicht so wichtig. Requires Level 77. 75. Ist aber jetzt auch nicht so Bombe. Osine Raven Mask. Increased Minion Health. 30. Ich weiß ja nicht. Yes. Alles viel zu viel Trash. Trash, Masch, Gasch, Zasch. Was hier? Boah. Also 4 Amulett auf Acid. Freeze Rate. Scheinst du Schritt. Warum heißt es Acid, wenn kein Gift dabei ist? Yes. Necrotic Resistance, Warding, Increased Poison Damage, Freeze Rate, Multiplier, Cold Resistant. Ich finde den Ring nicht schlecht. Ich habe Level 69 Ring und der ist 69 und der ist 65. Ja, aber die Stats passen nicht zu 100%. Okay. Jetzt habe ich immer noch keine Instanz gemacht. Oh, guck mal. Unique or Set Axe, Mace or Spur. Das Mikrofon geht gar nicht auf bei so einem Scheiß hier. Oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, der Bossraum ist offen. Wollen wir uns den einmal geben, um zu schauen, wie krass der ist oder was für einer es ist? Obwohl ich jetzt nicht ready bin. Einfach mal schauen, wie viel Prügel wir kriegen von dem 85er Boss. Wir sind 75. Yeah. Sehe ich so. Ein Drache? Oh. Haben wir den nicht schon mal? Oh, ich bin aus der Gestalt. Oh mein Gott, was ist das? Wow! Achso, ich darf nicht raus aus dem. Oh mein Gott. Ich habe den Ausweg gesucht, denn ich muss drinnen bleiben. Okay, I see. Hallo. Jojojo. Ich glaube, jetzt muss ich raus, im anderen muss ich drin bleiben. Ja, ich verstehe schon. Ja, jetzt sucht er mich raus, im anderen ja wieder Void Zones. Mir fehlt halt die Ding. Okay, hier muss ich raus. Ja, okay, das ist richtig, okay. Hier muss ich drin bleiben, okay. Ja, ich verstehe. Ja, okay. Gut. Schauen wir nochmal an. Das ist aber auch Miele unfreundlich. Wie soll ich denn dann meine Gestalt behalten? Bei dem Fetten muss ich raus, bei der anderen muss ich rein. Hä? Erstmal gucken, wie wir das am besten machen, vom Timing her.
Wie war das mit der Prozentzahl? Hab ich überhaupt Schaden gemacht? Rückhalt R. Boah, wieso ist das so delayed alles? Digi, was ist denn das heute? So wie ich am Server spielen würde. So wie ich irgendwann am Server spielen würde. Voll delayed alles. Verstehe ich nicht. Check ich nicht. So medium-unfreundlich wieder. Und wieso ist man eigentlich immer so verlangsamt? Oder gehe ich halt nur so langsam irgendwie? Oh Mann, ich muss hier raus. Ich habe keinen Speed, doch. Ich müsste ihn eigentlich an den Rand ziehen. Oh, meine normale Gestalt. Scheiße. Ich habe normale Gestalt. Muss ich aufpassen. Das ist alles One-Hit. Oh, jetzt. Ja, okay. Jetzt habe ich die andere Gestalt und ich muss. Ich muss raus. Alter, das, ey, das, die ziehen alle in irgendeine Richtung irgendwo. Hey, was ist das? Ich verstehe nicht, was hier alles abgeht. Irgendwann bin ich zu sehr am Rand und dann komme ich da nicht mehr raus. Ich kann ja nicht immer wieder Health Potion nehmen, wenn ich genug habe, weil ich krieg dann weniger Schaden laut der Skillung. Mein Gott. Jetzt nicht die Gestalt verlieren. Please, 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 please. Ey, ich kann halt nirgends. Ach, ich glaube. Ach, weil er so ein komisches Hit-Modell hat. Kann ich ja nicht um ihn rumgehen. Na klar, so ein komisches Hit-Modell. Ja, sicher. Ja, klar. Guck mal an hier. Oh, scheiße, normale Gestalt. Bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Noch mehr Heiltränke. Jetzt kann ich wieder. Jetzt macht er das AOE, dass ich rausgehe, oder? Ja, 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 ja. Ich komme nicht raus. Boah, okay, zum Glück. Mach. Ja, fast zu früh rein, ey. Nicht die Gestalt verlieren. Komm, füll dich, füll dich, füll dich, füll dich hinter ihn. Yo, Level 85 Boss geschafft. Boah. Okay, jetzt muss ich schauen hier. Jetzt muss ich schauen. Jetzt muss ich schauen. Wegen diesen Eidlesnebel. Nee, das ist. Was ist das? Blessings, genau. Muss mal kurz hier das auf die Seite tun. Resistance zu allem. Chance to Poison und Hit. Und Chance to Shred Poison Resistance. Ist keins von denen, was ich brauche. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und es ist keins von denen. Wie kann das denn sein?
Grand Slam of Meritas. Also, ich brauche Increased Unique Drop Rate. Critical Strike. Necrotic Damage 100%. Prefix. Irgendwas. Two-Head Axe ab 90%. Ich habe hier 10% to All Resistance. Das würde ich sogar nehmen. Chance to Poison on Hit oder Chance to Shred. Ja. Poison Resistance. Ich mach das da. So. Irgendwas mit Ox, aber Requires Level 80. Requires Level 80. Okay. Gut, dass ich Gear krieg hier. Was ich nicht brauche. Nicht brauchen, nicht tragen kann. Okay. Ach, das sind die letzten drei, ne? Das sind die letzten drei. Okay, die sind alle offen. Okay, Fire. Spirit. Ich muss die alle machen, ne? Ja. Die sind alle offen. Okay, also so wie ich mitbekommen habe. Jetzt sind Level 90 dran. Boah, okay. Schau, die Tradition bleibt. Jedes Mal, wenn ich das erste Mal irgendwie reingehe, bin ich tot. Winter, Ruin. Welche sind denn die Main 3? Die da. Fire, Ruin und Winter. Wenn man die freigespielt hat, dann bekommt man Corruption, also das ist noch schwerer. Dann. Warum habe ich denn hier irgendeine Quest? Das war einfach random irgendwo. Mir doch egal. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Main hier. Okay. Yo, ist Level 90. Gott. Mal testen. Hier sind irgendwelche Dinge hier, da zum Anwählen, was auch immer das ist. Speed schon wieder. Ich besser weglaufen. Aber das mit dem Gegenheilen war schon, glaube ich, nice. Schon, glaube ich, cool zu skillen. Was ist denn das hier? Das irgendwelche Viecher von mir oder was? Diese Dinge? Ja. What the fuck ist das? Ich habe doch gar nichts verändert am Gear. Habe ich die als Buddy dabei oder was? Hä? Wieso zum Teufel? Ah, normale Gestalt. Scheiße. Neues Level, normale Gestalt, Endgegner. Jo! Feuerwerk hier. Feuerwerk hier. Weil nicht genau die Affixe hier bei dem. Müssen wir mal nachlesen, Ruhe, wenn es sonst vorbei ist, hoffe ich. Ist auch so eine Sache, jetzt Gear zu kriegen, was ich halt auch nicht tragen kann. Ist halt auch geil.
Aber wenn ich das Main Gear kriegen würde, wäre es halt auch lustig. Das Ding beenden. Das ist mir angewöhnt, einfach wenn ich das Ding habe, muss ich halt schnell einfach hier das beenden. EE. Und dann heilen. EE. Wir werden schon mal starten einfach. Side to side, side to side. Und mal einen Heiltrank nehmen und dann eigentlich weniger Schaden kriegen. So pro forma. Können wir machen. Aber das Gear, was ich vorhin aufgemotzt habe, mich jetzt schon gecarried. Habe ich es noch mal gewechselt hier? Vorhin weiß ich gar nicht. Jo! Erste geschafft, lol. Geil, was haben wir denn hier eigentlich? Enemies increase damage and have 20% crit. Oh, geil. Increased item rein und increased experience. Gut. Tschüss. Side to side. Side to side. Ja, warte, ist nichts Großes hier eigentlich. Bastionki, das habe ich noch aus dem Ding raus. Katapults Arcane Bracers of Life. Ich muss das Ding mal hier zurückholen. Zack. Ja. Bracers. Death zielt Eternal Gauntlets of Endurance. Of Endurance. Der Key ist ja auch hier. Okay. Gut, gut, gut. Zack, zack. Wieder schön verköfen den ganzen Mist. Hoffe ich doch, dass ich nichts davon brauche. Und weiter geht's. Habe ich alles gelootet? Ja. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Was ist das hier? Rare Skeptress. Was ist das? Idols. Okay, gut. Idols. Idols sind gut. Idols sind gut. Das zweite Mal, dass Idols da ist. Glaub ich. Hallo, wo geht's lang? Achso, jetzt hat. Ich starte mal mit sehr viel Leben in der Sonne, Inni. Irgendwelche Slain will sie mir anzeigen, wo ich hin muss. Jo, wird gemacht, mein Freund. Bin dabei. Oha, das war grad geil. Aus anders also sofort tot. Dann ist es doch wieder ready. Ah, hier muss ich hin. Guck mal an. Den hier hast du, die alle blinken auf der Karte. Okay. Der hier. Was ist das für einer? Hallo, einfach um das Ding herum hier. Okay, dann haben wir es geschafft. Nächstes. EZ. EZ. Was haben wir denn hier Geiles? Nein.
Oh, guck mal, das ist so ein Ding hier. So ein Schädel, was da steht, wo ich brauche. Scholars Immortal Crown of Stamina. Ich brauche Akalyps Healed Immortal Crown of Fortification. Schade. Schade, mein Freund. Schade. Da machen sie nix hier. Da machen sie nix hier. Zack, 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 zack. Hier, zack, 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 zack. Oh, was ist das für ein Ding? Helm gewesen? 143 Armor, what? Ja, keine Ahnung. So, dann gehen wir weiter zu Schild. Nee, ach, zuerst mal Idle. Next Idle, Mann. Gex, next Idle. Oh, das ist irgendwas Großes hier. Ja, wieder so ein Lä. Oh, ich hab die Gestalt direkt verloren hier. Mich gegengeheilt, aber es geht nicht lange. Gut. Alle Heiltränke gespammt, die ich hab. Hat geklappt. Lebe. Okay, der hat mir gut zugesetzt, die Drecksau. Der hat mir gut zugesetzt, Alter. Das können Sie sich nicht vorstellen. This one have me set good too. Weiß noch nicht, wie das Prinzip hier mit der Season. Muss ich dann, wenn Season kommt, schon neu anfangen? Weil der wird dann irgendwie ins Normale oder sowas übertragen, aber wenn ich das nicht so will. Nein! Ich hatte gerade und genau bei den Idols, die ich bräuchte. So eine Scheiße. Ich hatte gerade E gedrückt, geht mein Leben runter und dann nochmal E, aber ich muss dazwischen noch dann kurz heilen. Ja, okay. Bad Timing. Bad Timing. Und dann kommt das Ding, da trifft es halt mich. Das war schlechtes Timing. Ich finde die Wirbel ganz schnieke. Keine Ahnung, ob die viel Bedingung oder Schaden machen. Ich finde sie ganz schnieke. Wie scheiße das immer ist hier. Aber ich brauche mal keine Sorgen machen, dass es jemand hört. Ich bin ja hier für mich. Soll ich wieder auf das Lied Lonely auf Repeat laufen lassen? Oh, schon wieder. Seite zu Seite, Seite zu Seite. Muss ich denn da hin? So, hier. Seite zu Seite. Wenn wir hier Stiefel bekommen. Nett, um diese Säulen herum zu kämpfen. Was ist denn hier? Ach so. Schön. One Hand. Kannst du dir aber Jan Steven wohin schieben? No. Es müssen Sachen, die nicht im Filter automatisch verkauft werden. Ist ja? So, hier ist das Ding, ne? Hier nochmal Idols. Ja. Aber jetzt sind sie voll geizig mit dem Experience. 4% nur und so. Wir hatten vorher mal 50 oder so. They are geizig.
Ich muss damit aufhören. Ah, jetzt hat es mir angezeigt, wo es ist hier. Bleibt nicht alle stehen, ne? Bleibt nicht alle stehen und schmeißt mit irgendeiner Scheiße, mit Kacke oder was? Was mit euch, Digi? Also wenig Gestalt-Power hier. Was ist hier? Was habe ich getan? Ich habe T gedrückt. Ich habe aus diesem Tee, das hat mich dahin geportet, so eine Scheiße. Was zum Teufel war das für ein Fettfinger gerade? Ich habe T gedrückt. Also ich habe R ist ja zum Porten, ich habe T gedrückt und dann habe ich mich da rein. Ist das Ding verloren, oder? Sind die nur beim Tod, ist es verloren, okay? Lol, okay. Also wenn mir die Gegend nicht gefällt, rausporten oder was? Kannst du nicht mehr reinporten, aber du kannst nochmal anfangen. Oh Gott, ob die besser wäre mit den scheiß doofen Pflanzen, ey, die Giftkacke hier. Ist dann noch schlimmer, die halt, ja. Yo, diese Viecher hier auf der Range. Ich finde es immer so krass, wie unerfahren man am Tag 1 ist hier. Ich finde mir immer so unbeholfen. Besonders wenn ich in einem Genre halt not gespielt habe, you know? Ein unbekanntes Genre für mich ist. Der mich immer anspuckt hier. What is so? Is today Friday? Yes, it is. Yes, it is. It's Friday night or so? Eins. Nein! Wieso mache ich das? Wieso komme ich auf den Gedanken, dass T heilt? Ich drück T und denke, ich heile. Ich muss eins drücken. Hä? Was ist denn jetzt los hier? Ich muss diese scheiß Ding rausnehmen. Diesen Keybind. What the fuck? Change Key, Dingster. Ich muss T rausnehmen, Alter. Bist du wahnsinnig, ey. Hier. Shift T. Replace Shift T. Ja. Ich drück... Hä? Aber ich verstehe nicht, wie ich in dem Kopf auf T komme. Ich wollte mich gerade heilen. Drück ich T. Und T ist immer Instant Port und dann bin ich weg. What the fuck? Okay. Nach dem Umbinden wird das vielleicht nicht mehr happen. Mal schauen. Mal schauen. Ich hoffe nicht, Alter. Mann, ich muss mein Schuh hier irgendwie. Ja, okay. Passt. Ach ja, jetzt auf einmal drück ich Sachen, die ich noch nie gedrückt habe. From side to side.
So, eine neue Gegend. Die andere war eh scheiße. Die ist bestimmt noch beschissener. Behalte ich eigentlich den Loot? Ja, gell? Denk schon. Ein Idol. Warum gibt es aber nie dieses Idol mit Health und... Also Prozent Health und Health. Das ist, was in meiner Bischliste drin steht. Why is this not available? Und wie lange hält dieses Ding jetzt, ey? Hält jetzt schon seit 8 Stunden. Okay, das passt eigentlich von der Zeit her. Das hält doppelt so lang. Doppelt so lang wie das Razer-Ding hier. Aber ist auch vom Sound schlechter. Alles zu hoch. Viel zu viele Höhen. Ich weiß nicht, was ich da einstellen muss, damit ich ein bisschen mehr Bass höre. Aber ich habe noch so ein Kabelding, das müsste vielleicht mehr Bass haben. Da stand extra dabei mehr Bass. Aber Kabelding ist halt so eine Sache. Das, oh nein, Gestalt. Kabelding ist immer Sache. Ich habe ja hier immer so Reißverschluss. Und dann bei jeder Bewegung rutt. Wow, das hat mich am Anfang immer gekillt und es hat lange ein Typ nicht mehr sowas gemacht. Weg, raus! Was? Kein Heiltrank mehr. Bitte macht das jetzt nicht. Lass mich doch auch einmal hauen. Lass mich doch auch einmal hauen, Alter. Boah, das war jetzt schon knapp, ey. Es kommen lange keine Gegner mehr, dass ich ja meine Gestalt verliere. Absichtlich. Ich glaube, es gibt auch irgendwann irgendwie Chars, um die Gestalt halt, man nicht auf sowas achten muss. Weil dann sind es bestimmt irgendwelche Buffs oder so. Die man aufrechterhalten muss. Hier ist irgendwas. Ist irgendwas Wichtiges. Ach, das ist auch so ein Special Fuzzi. Oh, normale Gestalt, gefährlich. Und das Endviech ist da, glaube ich. Ich heile mich mal und gehe mal hier spazieren. Hallo. Muss mal wieder geölt werden, das Teilviech hier, das Endviech hier. Nochmal gedreht. Oha, normale Gestalt hat sich gedreht, das ist Rexer. Oh, jetzt habe ich noch einen geholt. Also hier fress ich Health Potions, ey. Ja, weil da so viel AOE ist. Guck mal, was da alles reinkommt. Hier sind ganz viele rote Sachen, die ja nicht gut sein sollen. Ach, das ist dieses Feuerteil da. Versteh's. Ja, als ob diese Sachen alle so gut sind. Wenn als krass markiert, dann ist das nichts für mich, oder? Was wurde denn so als krass markiert hier? Assassin Internal Gauntlet of Evasion. Oder was? Warte mal, was wurde denn so? Kann ich ja gleich draußen mir anschauen. Bastionskey. Being respectful. Hier, das ist auf jeden Fall soll gut sein. Acolytes Cove Robes of the Ox. Warte mal, of the Ox. Scholar's Titanheart of the Ox.
Also Ox ist anscheinend nicht schlecht. Hier Ox ist irgendwie tanky mit viel HP, oder? Okay, was war das? Das war okay. Das war auch Experimental Arcane Boots of Renewal. Ich weiß gar nicht. Irgendwas hatte der bei dem Guide gesagt. Man kann irgendwas mit den Experimental speziell machen hier. Was zum Beispiel könnte man damit machen? Ich weiß nicht genau. Irgendwie kann man das extra extrahieren oder so. Vielleicht mal behalten. Vielleicht mal behalten und dann das hier, oder? Armor und Fire Damage. Bastion-Key war rot. Was war denn noch rot, Alter? Irgendwas war doch so krass rot, dass das auf der Karte war. Ich verarsche nur. Achso, der Key nur, oder? Ja gut, okay, der Key. Es ist halt. Es soll halt alles super krass sein, was hier ist. Okay. Schmutz. 46, den Key kann ich behalten. Armor Increased Movement Speed 17, Ward Decay Threshold, Minion Dodge Rating, Seconds of Frenzy after you used Traversal Skill, Cooldown Recovery Speed, das ist huge. Mm. 86 ist das Ding. Boah. 86. Okay, nee, das ist aber im falschen Tab. Yes. No. Soll ich mal eine Dungeon machen? Ich habe irgendwie Lust, aber irgendwie will ich auch hier weitermachen, you know? Einfach hier weiterkommen hier. Einfach hier weitermachen. Das bockt sich ja gerade. Wieso soll ich was machen, was ich nicht 100 pro bockt? Oder vielleicht ist es sogar besser als das, aber ich sehe das ja als Challenge immer wieder. Jedes Ding wird immer schwerer. Ist ja bei der Instanz auch so. Du hast dann T1 bis T78 und dann wird es auch immer schwerer. Okay, wir können ja skillen. Ja, hier, ne, beim Trank nehmen noch weniger Schaden. Aber auch mehr Hand. Oh, Idols. Nochmal ein Test. Beim letzten Idols bin ich einfach died, ne? Mal schauen. Ob ich jetzt hier da auch sofort sterbe. Mal schauen, was für Level das ist hier. Nun könnte ich ja rausporten. So auszusehen. So, bis aber auf Shift T. Wenn man nächstes Mal drücke ich T und checken, dass es nicht geht. Weil ich's forget. Weil ich es einfach forget. Und das will es hier looten. Ring, 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 ring. Nimm halt. Ich kann mir das Loot irgendwie so aussuchen, wenn man drüber läuft, dass es aufsammelt irgendwie. Keine Ahnung. Muss da nicht viel looten? Weil dann, wenn auf einmal für mein Bild so viel drauf, wäre es nicht cool, schneller looten zu lassen. Oh, ich habe kein gefährlich. Oh, der Typ, den ich machen muss, der folgt mir sogar. Guck mal an. Da habe ich einen Follower. Ist es der Große, oder hier? Obwohl ich gar nicht sehe, wo irgendwas ist, aber irgendwas ist hier. Ach, der hier. Ach, das ist wieder so ein Scheiß. Man sieht ja gar nicht, wo vorne und hinten ist bei dem. Bei dieser Maschinerie. Yo! Oh mein Gott. Okay, das Ding macht viele verschiedene Sachen hier. Und Fire Resistance ist das, was ich noch nicht voll habe. Fire Resistance, I'm missing 10% noch. Und Lightning noch 15%. Wird ja besser.
Guck mal. Increase Fire Damage, Fire Resistance, schau. Aber ich verliere bestimmt andere Sachen, die wichtig sind. Increase Critical Strike Chance. Das ist natürlich Huge. Ist natürlich huge. Ist nicht meines, ist es huge. Wieso bleibt jetzt die Gestalt für immer? Spelle, Bälle. Was verliere ich denn? Alles. Psst, warte. Cold Resistance tausche ich gegen Fire. Und Movement Speed. Aber wenn ich es gegen den tausche, und wenn ich es gegen den tausche? Eigentlich nicht. Warte. Ich verliere Damage over Time. Ich verliere 20 Leben, bisschen Mana, Necrotic, irgendwas, was weiß ich. Und hier Increase Physical Dinger. Physical Damage, da brauche ich 600, ich habe schon 644. Krass. Health Regeneration, Increase Physical Damage. Aber ich hätte Fire Resistance. Ich hätte Fire Resistance, dann brauche ich nur noch hier Lightning. Brauche ich nur noch Lightning. Ist sogar ein bisschen viel, aber. Fire Damage. Da kann ich noch sogar noch Sachen drauf machen hier. Ich behalte es. Ich behalte den Ring, damit ich ihn für immer vergesse. Obwohl ich den vom Ding her besser finde. Mehr Damage over. Ich finde den viel besser, aber hier habe ich Fire Resistance. Fire Resistance, Poison Damage, Stun White Health. Ja, weiß ich nicht. Also von den Stats her finde ich den anderen viel besser. Yo, ist ja gut. Haben wir mal so ein Ding, was ich brauche? Mana kann ich eh nicht nutzen. Increased Health, Increased Cold Damage Minion. Increased nein. 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 Armor Health. Kann man machen, aber nur zwei Stats. Quest Rang 3. Das kann man nicht machen. Increased Damage over Time. Ich sag's dir ehrlich, ich habe ein schlechtes Gefühl, was den Ring angeht, getauscht zu haben. Sehr, sehr schlechtes Gefühl, weil die Werte auf dem Ring sind eigentlich, also es ist sehr viel besser. Ja, nur mal kurz schauen, warte, bevor ich jetzt hier nochmal. Man kann sogar tauschen, Tabs. Ihn sogar umbenennen. Geht sogar echt, lol. Ja, der vergleicht halt einfach mit irgendeinem von den beiden auch doof. Mit alt? Das ist schon krass. Cooldown Recovery für mich wichtig. Alle Attribute, Increased Damage over Time, Increased Physical Damage. Und der hat halt nur Fire Resist und nur Poison Damage. Ich nehme den und hoffe auf was anderes, Fire Resistance. Bei cooler Reduzierung ist für mich wichtig. Wegen meiner scheiß Gestalt da. Alles. Wegen dem Blinken und der Gestalt. Und der Gestalt ist eigentlich wichtig für mich. Aber ich behalte, falls ein Boss jetzt irgendwie Feuer macht, dann kann ich das equip. Oh, ich kann schon das erste machen. Mal schauen, wie hart es wird. Level 90, die erste Quest von dreien hier. Da bin ich ja mal hier spannend. Was will er? Yes. Find Imprisoned Heoborian Dissidents. Was auch immer das ist.
Take care. Ich versuche halt immer aufzupassen, aber manchmal kommt der Tod halt schneller als man denkt, you know? Manchmal kommt der Dice faster, quicker than you think. Oh, ich habe nur auf die Karte geschaut. Es gibt hier Treppen. So eine Scheiße, wer braucht schon Treppen auf der Welt, ey? In so einem Spiel einfach BAM! In your Fresse. Sehr, sehr viel AOE. Oder Bereichsdamage irgendwas. Bereichsdamage, wie der andere sagt. Was war das? Nee, mehr Raum. Damage oder so ein Scheiß. Yes. Be well. Von dem ist das. Ach so, geil. Geil, habe ich auf einmal Minions hier. Jetzt verstehe ich. Ich muss sagen, ich finde auch die Level Random Generierung eigentlich nice. Auch von den Laufwegen und so. Finde ich eigentlich okay. Finde ich good gemake, ne? Good making hier. Hey, hier ist so ein Ding zum Anklicken. Ist das Speed, oder? Ich hab meine Gestalt nicht. Side to side, side to side. Ja, der verwandelt sich in so eine Void, so ein LOL, okay. Da habe ich es erstmal richtig wahrgenommen jetzt hier, wie krass. Und dann steht er halt irgendwann auf hier. Side to side. Destroy irgendwelche Giftdinge hier, jawohl. Wenn du mir schaust, wo es ist, dann kann ich es maken. Make it or break it.
Ist das hier so ein Event oder was? Oder wieso dauert das hier so lang? Das ist ja okay. Ich auch XP, aber... Last Apogee spielen wir hier. Kommt hier eine